Wisst ihr, es passieren ja oftmals ziemlich viele interessante Zwischenfälle, die man immer gar nicht so unbedingt auf dem Zettel hat. Und so ein bisschen sehe ich mich ja auch in der Pflicht, dann mit euch über diese interessanten Zwischenfälle zu quatschen. Aber das, was diese Woche abgeht, das ist wirklich nicht mehr normal. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vorgestern habe ich das Video schon mit den Worten angefangen, dass wir diese Woche noch nicht ein einziges Mal über völlig intakte Flugzeuge gesprochen haben. Und ich möchte das natürlich nicht ins Lächerliche ziehen, aber mittlerweile bin ich so ein bisschen im Flow und deswegen machen wir heute auch genau dort weiter. Allerdings war man heute so nett, uns einen Fall zu liefern, über den wir durchaus auch ein bisschen schmunzeln dürfen. Und lasst uns an dieser Stelle mal kurz überlegen. Flugzeuge kommen immer mal wieder irgendwelchen Tieren in die Quere oder andersrum, wie man das jetzt sehen möchte. Und welches Tier fällt uns da als erstes ein? Natürlich irgendwelche Vögel. Das ist ganz klar. Ein Vogel kann in der Luftfahrt ziemlich viel, ziemlich blöden Schaden anrichten. Wir denken zum Beispiel an die einzige Boeing 737, die Ryanair je abschreiben musste. Das war Vogelschlag. Oder wir denken zurück an den Januar 2009, an den Vorfall im Hudson River. Das war auch Vogelschlag. Oder wir gucken uns dieses wundervolle Flugmanöver eines LTU A330 an. Das war auch Vogelschlag, obwohl da natürlich der Vogel nicht wirklich viel dafür kann, dass das danach so wundervoll aussah, sondern das waren eher zwei Piloten, die sich nicht wirklich einig waren. Aber viel mehr Tiere kommen einem da doch erst einmal zumindest beim ersten Gedanken nicht wirklich in den Sinn, oder? Ich meine, Delfine macht keinen Sinn, Seesterne macht auch keinen Sinn, aber Kühe. Das geht tatsächlich. Aviation Herald hat nämlich bereits vor ein paar Tagen einen wirklich sehr interessanten Zwischenfall veröffentlicht. Da geht es um eine Antonov AN-26, die an diesem Tag, dem 5. April, im Südsudan unterwegs war. Im Namen der Ultimate Air transportiert wurde hier Fracht. Die Maschine startete in Kwajok und flog dann nach Wau, ein Inlandsflug im Südsudan. Und beim Start war schon nicht so wirklich alles in Ordnung, dazu gleich aber nochmal mehr. Bei der Landung knickte dann aber das linke Hauptfahrwerk der Antonov ein. Der Flieger legte sich auf die Seite und kam dann auf der Bahn zum Stehen. Verletzt wurde dabei von den 5 Besatzungsmitgliedern oder von den 5 Leuten, die da an Bord waren, niemand. Aber jetzt kann man hier ja auf den Bildern schnell erkennen, dass hier nicht so wirklich alles glatt gelaufen ist. Und die rustikale Technik des Flugzeuges hat sich hier eindeutig bewährt gemacht, denn das Ding hat beim Start in Kwajok eine Kuh mitgenommen. Das linke Hauptfahrwerk traf das ziemlich große und ja auch nicht ganz leichte Tier direkt nach dem Abheben und das verursachte eine ganze Menge Schaden und die Kuh war danach natürlich hinüber und wurde quasi vom Fahrwerk zerrissen. Wie und ob die Piloten überhaupt irgendwas von dieser Kollision nach dem Start mitbekommen haben, ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass man das nicht mitbekommen kann, dazu habe ich leider keine Informationen. Und auch ob diese Maschine bald wieder flugfähig sein wird, weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht. Auf jeden Fall ziemlich schade um die Kuh. Und wenn wir jetzt schon mal beim Thema sind, vielleicht erinnert sich der eine oder andere von euch, da haben wir auch in einem Video mal drüber gesprochen, vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch ja an dieses besondere Bild hier. Da liegt keine Kuh auf der Startbahn, sondern eine richtig entspannte Robbe. Und das Tier wurde auf 200 Kilo geschätzt. Und die lassen sich natürlich auch nicht so einfach von der Bahn runterhieven. Nachdem man das Tier mit einem Schlitten und mehreren Mitarbeitern dann irgendwann doch von der Bahn runterbekommen hatte, sagte der Betreiber des Flughafens in Alaska ganz entspannt zur Presse, dass Tiere auf seinem Flughafen ja eigentlich gar nichts Besonderes seien und präsentierte den Presseleuten ein Foto von einem Eisbären, wie er ganz entspannt über den Flughafen schlendert. Aber auch sonst, ganz allgemein kann und muss man natürlich sagen, dass hin und wieder mal eine Landung aufgrund eines Tieres abgebrochen wird, ein Start aufgrund eines Tieres mal verzögert wird, denn wenn man eine Kollision verhindern kann, dann tut man das natürlich. Denn man kann durchaus davon ausgehen, dass alles Lebendige, was einem vor das Flugzeug kommt, dass es danach tot ist. Und alles wird einen mehr oder weniger großen Schaden an der Maschine verursachen. Und deswegen zum Ende hin nochmal ein paar interessante Fakten zu diesem Thema. Jährlich verursachen Vögel in der Luftfahrt einen Schaden von etwa 1 Milliarde US-Dollar. Das ist eine ganze Menge und allein in Deutschland treffen pro Jahr knapp 1000 Vögel unangenehm mit Flugzeugen zusammen. Und weil das alles nicht so ganz unerheblich ist, ist man drauf und dran, Flugzeuge und Vögel so gut es geht auseinanderzuhalten. Und dazu gehört unter anderem zum Beispiel auch das Einschalten der Landescheinwerfer unter 10.000 Fuß. Dann können einen andere Luftverkehrsteilnehmer besser sehen und auch Vögel können einen besser erkennen. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und ja, ihr habt gesehen, ich habe am Freitag, also gestern, das Video leider auslassen müssen. Dafür sind wir heute wieder ein bisschen früher dran. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Und dann wünsche ich euch allen ein wunderschönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dann, macht's gut und tschüss.